Dieses Video ist ein Video für den guten Zweck. Das heißt, alle Einnahmen, alle, die aus diesem Video erzielt werden, werde ich spenden. Wie, was, warum, erfahrt ihr im Video. Mich würde freuen, wenn ihr gerade dieses Video ordentlich liked, kommentiert, damit das Video richtig an Reichweite gewinnt, damit es das auch lohnt. Wir sehen uns jetzt im Video. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir checken heute Steak-Döner ab. Wir suchen natürlich den besten Döner Deutschlands und heute wird Steak-Döner. Die sprießen aus dem Boden wie Unkraut und wir gucken, macht das Sinn oder nicht? Schmecken die wirklich geil? Ist das besser? Ist das anders? Wie auch immer. Es gibt natürlich viele auch aus der Industrie Steak-Döner. Großproduktion, aber das sind heute zwei self-made Steak-Döner, die wir testen. Mit Tradition durchdacht der eine. Boah, das glaubt ihr nicht, weil ich habe mit dem telefoniert, was der sich für einen Kopf für Döner macht. Achmed und ich haben hier schön ein Zimmer gepennt heute Nacht, ne Achmed? Ja. Moin ihr Lieben! Und vergesst natürlich auch nicht meinen Kommentar. Der Preis für den besten Döner Deutschlands ist inzwischen maximal hoch. Ich blende ihn hier oben ein. Holt euch den Gutschein. Top in den Kommentaren. Mein bisherigen besten Döner, wenn ich da hinfahre und der wird der beste Döner Deutschlands, kriegt ihr diesen Gutschein. Ballert mir die Kommentare voll bei deinem Video. Wir fahren jetzt zum ersten Döner. Wir sind auch mit einer dicken Tour am Start. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, Hessen, richtig am Ballern. Jetzt geht's los und Danny wird uns noch mal sagen, was auf uns zukommt. Aber vorher, guck mal, wie Achmed geparkt hat. Alter. Der kann echt nicht... Deine Fresse, du hast geparkt. Deine Maul, Alter. Hau deine hässliche Fresse. Liebe Community, es ist wieder soweit. Holle ist in eurem Namen unterwegs. Eure Kommentare bringen ihn heute nach Klein Kebabheim. Doch dieser Döner ist kein gewöhnlicher Döner. Er ist ein Steak-Döner aus Entrecote-Fleisch. Doch Holle testet heute noch einen zweiten Laden. Döner Kitchen. Döner Kitchen. Übrigens, sozial Benachteiligte bekommen in beiden Läden etwas zu essen. Respekt. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Sind wir immer zu früh. Sag euch, ich habe mir die Homepage angeguckt, weil es alles so Natur, Fleisch, alles aus der Region, war alles auf Wald gemacht. Ich dachte, wir sind am Waldrand. Also da hat mir meine Fantasie wieder einen Streich gespielt, aber wir sind auf dem Markt. Da ist er, Kebabheim, der Foodtruck. Foodtrucks haben es oft in sich, vertraut mir da. Servus. Moin, moin, der Chef hat vorgewarnt, ne? Hi, günstig. Moin, Männer, grüßt euch. Wie heißt ihr beide? Ich bin der Sascha. Sascha und? Ich bin der Ali. Ali, okay. Und ihr macht mir heute den Döner? Wir machen dir heute mit viel Liebe was. So, Jungs, ich habe schon ein bisschen recherchiert und mit dem Chef hier auch gesprochen. Ihr macht einen ganz besonderen Döner, nicht irgendeinen Döner. Ne? Ich möchte das euch möchte gar nicht zu viel vorausnehmen. Vielleicht kannst du mal das Wort ergreifen und irgendwas zu eurem Döner sagen. Also das erste, was wir machen, ist regionaler Kebab. Halt wirklich soweit auch von Bauern, wo bei uns in der Region sind. Wir kriegen Fleisch vom Jungbullen, nehmen für unseren Kebab Entrecote-Fleisch oder Hohlrippe. Oder gemischt. Oder manchmal gemischt, je nachdem. Aber das heißt, es schmeckt nicht immer gleich. Man kann mal einen Tag haben, das ist ein bisschen anders, mal so. Das ist auch je nachdem. Ist, ne? Genau, wie es Fleisch halt ist. Ist hier ja, gestresst worden. Ist es alles hausgemacht. Wir probieren keine Konservierungsstoffe zu benutzen, also lassen eigentlich fast alles auch weg. Eigentlich? Wenn du es so nimmst, haben wir keine Konservierungsstoffe. Okay. Manchmal ist halt, sag ich mal, Mayonnaise drin. Da sind Konservierungsstoffe. Das ist halt, klar. Das meine ich damit. Gucken wir mal hier, was wir haben. Schöne Palette an Salat. Ne? Ihr habt da schön ordentlich aufgefahren. Genau. Minze, Petersilie. Hier ist zum Beispiel noch Feta-Käse drin. Feta-Käse, Rucola habt ihr auch, meine genau. Du, ne? Das ist so ein Cocktail-Dressing. Ja. Wie gesagt, das ist Knoblauch-Safran und das ist mit Kurkuma. Kurkuma der Gesundheit wegen oder auch des Geschmackes wegen? Auch wegen des Geschmackes, weil ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, wir haben auch noch einen vegetarischen Kebab zum Beispiel. Ja. Da kannst du gerne dich einmal kurz umdrehen. Da hast du halt hier Champignons, Zucchini, Paprika, die da drauf sind. Das Ganze kann man auch kombinieren mit unserem Fleisch zusammen. Das sieht nach Pesto aus. Das ist also diese Chimichurri-Paste. Da sind verschiedene Kräuter drin, also nochmal Oregano, Petersilie, Minze. Das ist eine scharfe Paprikapaste, selbst gemacht. Nur bei dem Kräuter, ne? Ja. Würdest du mir eher die Kräuter oder eher die scharf empfehlen? Ich würde beides sogar machen. Scharf ist beides. Beides rein. Ich sag euch Leute, mir ist scheißegal. Bei mir gibt's nicht die 3-Sekunden-Regel, ich scheiß auf alle. Da ist gleich Steak im Mund. Und ein bisschen Sand. Du merkst so richtig Steak. Erinnert mich sehr an den Adlon-Döner. Das ist wirklich. Es hat nicht diesen klassischen Döner-Charakter, sondern du merkst einfach, du hast dieses Fleisch da drin, du hast einfach Steak da drin. Hab auch schon Steak-Döner gegessen, das war aber, glaube ich, so ein Industrieding von irgendeiner Großproduktion, war ähnlich wie ein Döner. Das ist wirklich, als hättest du einen Entrecote klein geballert, warm und hier rein.
crunchy. So muss das Brot sein. Minze sehr geil vertrocknet. Wenn ihr das irgendwo mal seht, heftig im Döner. Ganz, ganz edle Sache. Wie ist die Safran-Knoblauchsoße? Schmeckst du den Safran raus? Ja. Okay. Brot hat wirklich komplett das Feeling über dem Griechen. Wie auch zu Hause. Wenn man selber sich das Brot macht, finde ich geil. Denke ich mal, ist gewollt von dem Bäcker. Ihr kriegt das Feeling, als hättet ihr das Brot frisch zu Hause zubereitet. Nicht so ein klassisches Fladenbrot, sondern es ist wirklich speziell. Wir haben bestimmt noch irgendwo Soße. Wir haben jetzt den Murat, das ist der Chef, der Kopf hinter der ganzen Sache. Wenn du noch irgendwas hast, was hier sehr auf dem Herzen liegt, was du an die Öffentlichkeit weitertragen möchtest, dann hast du jetzt die Chance dafür. Ja, es gibt eigentlich viele Sachen zu erzählen, aber ich denke, das Wichtigste in der Gastronomiebranche ist, dass man so viel wie möglich Transparenz bietet. Mhm. Und auf jeden Fall sollten wir die Region unterstützen, wo man das Produkt herstellt, mhm, und auch anbietet. Ich denke, die Menschen oder die Bürger haben das Recht zu erfahren über das Produkt, was sie essen, also wissen, was sie essen wollen. Mhm. Ich denke, das ist das Wichtigste. Die Botschaft würde ich gerne, okay, mitnehmen. Das finde ich richtig. Ich will auch noch mal ganz kurz, da sieht man es auch noch mal, hausgemachte regionale Zutaten. Keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe. Wir sehen uns am Ende des Videos zu der Bewertung. Beide Dönerläden aus diesem Video arbeiten mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und spenden Essen an Obdachlose. Das heißt, ich werde 50% Einnahmen dieses Videos an Wohltätigkeitsorganisation 1, die mit dem einen Dönerladen zusammenarbeitet, spenden und die anderen 50 an die Wohltätigkeitsorganisation des anderen Dönerladens. Also ab geht's zum nächsten Döner. Wir haben eben echt noch lange geredet. Im Sommer bauen die sogar ihr Gemüse selber an. Komplett Gemüse selber anbauen. Ja, und jetzt gehen wir zum nächsten Döner. Wir sind schon beim Dönerladen Nummer 2 angelangt. Ja, auch ein Döner für einen guten Zweck. Wird der Kollege uns hoffentlich gleich erläutern, wenn er Bock drauf hat. Steak-Döner, höchste Qualität, selbst gemacht. Das wird uns jetzt erwarten. Sieht schon geil aus. Ich habe eben gesehen, wie die Teig selber machen, die Teiglinge. Das Fleisch sieht für mich auch, Steak-Döner im Vergleich zu anderen, sieht noch mal mehr in die Richtung Döner aus. Ich würde mich freuen auf richtigen Döner jetzt. Sag ich euch so, wie es ist. Das eben war ja für mich eher ein Steak. So, klar, verpackt im Brot. Aber ich würde mich freuen auf was, was wirklich Döner-Charakter jetzt hat. So sieht er aus von außen. Döner für den guten Zweck geben auch an Obdachlose. Resozialisierung. Und dann schauen wir mal. Wir gehen mal schon mal hier eine Runde rein. Wir werden jetzt ja euren Döner testen, ne? Ja. Ich weiß ja schon, ihr habt selbstgemachtes Brot. Ganz genau. Ja, auch Dinkelbrot habt ihr auch, ne? Ganz genau. Dinkelvollkorn. Dinkelvollkorn und auch normales habt ihr auch, normales Brot. Ganz genau, ja. Und ihr habt Steak-Döner. Steak. Was für ein Fleisch ist das? Weißt du das? Das ist Entrecôte. Entrecôte. Entrecôte, ja. Okay. Dieses Wohltätigkeitsprojekt, was ihr macht, ne? Ja. An was wird das gespendet? Also es gibt einen Verein, der unterstützt Länder. Ja. Unterstützen wir mit 3% unseres Umsatzes. Ja. Wir spenden den 300 Döner im Monat. Ah. Und das sind die Obdachlose dann auch? Genau. Also wir vorbereiten die 300, mhm, Döner, kommen es dann abholen, ja, und dann ist dann ein Obdachlose. Okay, cool. Ja. Top-Aktion. Ich habe schon gesagt, ich werde die Hälfte der Einnahmen aus diesem Video werde ich an diesen Dönerladen spenden. Und dann haben wir noch in Kleinbergheim einen anderen Dönerladen. Die kriegen die andere Hälfte der Einnahmen und jeweils an eine Wohltätigkeitsorganisation wird das gespendet. Oh, da schmiert ihr was drauf. Ne? Was habt ihr hier drauf gemacht? Soße. Soße schon. Oh, damit das so richtig ins Brot reingeht, der Geschmack noch mit reingeht. Ja. Wer kam auf die Idee mit dieser Soße oben aufs Brot drauf? Also ich habe bei meinem Vater, macht auch seit 20 Jahren, ist im Bereich. Und da ist halt immer so gemacht mit der Soße. Ja, okay. Und dann oben drauf, dann wird das halt nicht so, nicht zu hart wahrscheinlich, das Brot, weil knuspriger, ne? Okay, ich lasse euch mal beim Döner einmal in Ruhe. Okay, haben wir hier einen schönen Ofen. Geil. Hier einen dicken Mehldeckel, guckt euch das mal an. Schön Kopf gestoßen eben, muss auch mal sein. Boah, hier haben wir einen dicken, das ist aber das Weizenbrot, ne? Ja. Das ist Joghurtsoße, das ist Tzatziki. Ah, schön cremig, ne? Was haben wir hier für eine Soße? Das ist Hummus. Hummus? Machst auch manchmal auf Döner drauf? Also mit Falafel passt sehr schön. Falafel. Weil die Falafel auch ausgemacht sind. Ja, ah. Bei Döner passt nicht so gut, ne? Okay. Also die haben hier auch Geflügel, muss man sozusagen auch selber gemacht, ne? Auch selber gemacht. Mhm. Oh. Da sieht man auch richtig, der ist auch richtig rosa teilweise von innen, ne? Wenn man genau, den dann, ja, anschneidet. Hier haben wir auch nochmal die Teiglinge, ne? So sieht's fertig aus, so sieht's vorher aus. Krass, im Journal Frankfurt sogar ersten Platz. Orient-Imbisse, ausgezeichnet. Vor. Das ist also rein von der Illusion. Jetzt werde ich es jetzt erwarten, dass da irgendwie scharfe Gewürze drin sind. Also es richtig diesen roten Style von der Optik fürs Auge. Das ist ja nun mal immer ein entscheidender Faktor. Macht das richtig was her schon mal.
Sehr, sehr geil. Erlebnisfaktor. Eine leichte Oregano-Note drin. Mal habe ich selten, ganz selten im Döner drin gehabt. Match perfekt mit dem Brot, ja auch was von außen schon. Leichte Soße drauf hat, dass selbst das Brotgeschmack hat. Fleisch, sage ich euch, nicht wie bei den meisten Steak-Dönern, die es selber machen, wo du denkst, du hast wirklich ein Steak kleingeschnitten drin, sondern es hat wirklich Döner-Feeling. Das ist heftig. Wir sehen uns jetzt erstmal zur Bewertung vom anderen Döner und dann kommen wir direkt wieder hier hin. Also sind jetzt zur Bewertung, ich habe Murat hier noch am Start. Ich muss eins noch mal sagen, was ich wirklich halt unterstützen möchte und geil finde. Die denken an alles hier. Die denken daran auch an Transportwege des Tieres. Kein Stress, dass das Tier so möglichst schonend wie möglich verarbeitet wird. Und zur Bewertung. Ich sage euch so, wie es ist. Abgesehen von Döner, wenn ich ein gutes Gericht haben will, ne, würde ich diesem Gericht eine 8,5 geben und ich kann jedem empfehlen, hier essen zu gehen. Wie gesagt, wenn man ein gutes Essen haben will, wenn man einen Döner haben will, verliert das Gericht ein bisschen den Dönercharakter. Durch das Steakfleisch ist nicht das klassische, was man vom Döner kennt, diese Kombi. Genau. Da kriegst du mein Döner-Ranking nur eine 7,7 in Anführungsstrichen von 10 Punkten, weil es für mich nicht das Döner-Feeling hat. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Essen will, ein leckeres Essen, eins mit guten Zutaten, da kann ich einfach nur jedem nahelegen, hier essen zu gehen. Das ist hier top. Mit den Dönerhand, in der Hand jetzt meine Bewertung. Der Döner hat Herz, sage ich euch. Der Döner hat Charakter, der hat eine ganz bekannte Note, einerseits auch durch die schöne scharfe Soße. Er hat aber auch dieses, sag ich mal, italienische Flair irgendwie von diesem Oregano drin. Das ist ganz speziell, ganz besonders der Döner. Ich gebe dir 9 von 10 Punkten. Der ist ganz, ganz, ganz lecker. Kann ich wirklich einfach und wirklich auch Döner-Feeling, ne? Nicht wie beim anderen Döner, dass ich sage, Kategorie Döner nicht so gut, aber in einer einfach Gericht, also sag ich mal rein vom Gericht, der geil. Und der ist wirklich in der Döner-Kategorie ganz weit oben. Top-Döner, Top-Qualität, also... Das ist, ja, das ist einfach schön. Schön, den zu essen, bringt Spaß. Danke euch fürs Zugucken. Lasst mir einen Kommentar da. Wir müssen den besten Döner knacken. Preis ist inzwischen extrem hoch. Inzwischen beim nächsten Video schon mal bei diesem Wert. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben da. Seid beim nächsten Mal wieder am Start. Die Mission muss weitergehen. Wir sehen uns beim nächsten Video.